Jo Leute, was geht? Und dieses nächste System, ich hasse das ein bisschen auf Nirgsface. Ich wollte in diesem Video so ein kleines Thema behandeln. Und zwar ging es ja im letzten Video darum, dass Leute in der CW-Szene mich accusated haben und ich trotzdem seit Anfang an immer legit bin. Und mit der Minecraft-Range gab es da so ein bisschen so eine kleine Diskussion, was die Minecraft-Range tatsächlich ist. Die Minecraft-Range, ich dachte selber, sie ist 3, ob sie 3,5 ist, weiß ich jetzt nicht. Okay. Jedenfalls ist die Minecraft-Range 3, wenn man von der Hitbox hier vorne... Dann wird halt keiner stehen, weil ich muss ihn einmal kurz killen, dann zeige ich das gleich am Villager. Und dann zeige ich das einmal kurz am Villager, was ich meinte. Und zwar ist die normale Minecraft-Range 3, also von diesem Punkt hier, hier vorne ist eine Hitbox, bis zu mir. Also bis hier sind ungefähr 3 Blöcke, also von hier 1, 2, 3. Von hier könnte man dann gerade noch so den Hit bekommen. Wir sehen jetzt sogar unten mit dem Range-Test, das geht auch beim Villager. 3,99, die tatsächliche Minecraft-Range ist 3, also das höchste, was bekommen kann, ist 3. Wir jetzt einmal testen, 2, 9, 3. Da sahen wir gerade kurz einmal, wenn ihr jetzt einmal zurück macht, oder ich das einmal kurz Zeit überzeige, ja, dass die tatsächliche Minecraft-Range 3 ist. Diese Minecraft-Range ist aber nur von dieser Hitbox, also hier vorne, also hier, mein Minecraft-Skin, bis hier. Die tatsächliche Minecraft-Range ist 3,5, aber diese Range wird gezählt von der mittleren Hitbox bis zu meiner mittleren Hitbox. Die tatsächliche Minecraft-Range ist aber halt 3 oder 3,5, kommt halt drauf an, von wo man zählt, also ob man vom Ende der Hitbox oder vom Mitte der Hitbox zählt. Aber diese Range kannst du nicht legit erhöhen. Da gibt es zwar Leute, die behaupten, durch einen besseren Ping oder sowas wird die Range irgendwie erhöht, durch DNS wird die erhöht, aber das stimmt nicht. Mit DNS oder sowas, und das ist verboten aufgekommen, also ich würde euch das mal nicht empfehlen, wenn ihr sowas scheiße mit DNS oder Regedit habt, dann macht ihr am besten raus, weil dieses ist verboten. Und allgemein jegliche Modifikationen, die euren Ping im negativen und oder positiven beeinträchtigen sind, aufkommen allgemein verboten. Und er ist jetzt Team Gelb mit meinem Bett, wo ist sein Bett? Er hat, glaube ich, genug Zeit zum runterspringen. Oder ja, er hat da vorne den gleichen Bett. Er wird genug Zeit haben, um irgendwie runterzuspringen. Okay, jedenfalls könnt ihr diese Range nicht legit erhöhen. Die Range wird immer gleich sein. Außer jetzt, ihr seid irgendeiner von diesen Invis-Kindern oder sowas, die da reinhacken. Aber legit könnt ihr eure Range nicht erhöhen, ihr könnt sie lediglich besser ausnutzen. Mit sowas wie WTAP und A-Block nutzt ihr lediglich eure Minecraft-Range besser aus. Aber legit erhöhen könnt ihr eure Range nicht, die bleibt bei 3,5 oder bei 3, kommt halt drauf an, von welcher Hitbox man zählt, also von wo man zählt. Und er hat hier leider das relativ schlau gemacht mit den Maps. Ah, ich kann den Block da nicht setzen. Ekelhaft mit diesem Map. Ja, damit sind wir aber auch in der nächsten Runde jetzt erstmal auf Platzangst. Die Runde eben war leider ein bisschen, ist leider am Ende ein bisschen dumm gelaufen wegen diesem Webster, die er geplaced hatte. Aber ihr könnt eure Minecraft-Range halt nicht erhöhen, das ist Fakt. Was ihr aber machen könnt, ist halt dem Gegner sozusagen diese Range so ein bisschen nehmen oder sowas, indem ihr zum Beispiel W-Tappt, dann wird er schwieriger einen First Hit bekommen. Funktioniert halt mit zum Beispiel Sprint Resets und, aber eure allgemeine Minecraft-Range wird halt nicht erhöht, sondern ihr nutzt die dann halt lediglich besser aus. Und ich weiß jetzt nicht, ob er direkt zu mir rüberläuft. Damit ist er down. Aber es gab da wirklich eine große Diskussion in den Kommentaren, welche Range denn tatsächlich die mögliche Minecraft-Range ist. Ob es jetzt 3,5 ist oder 3. Die Creative Range ist ja, soweit ich weiß, 5. Also sie ist irgendwie 4,5 bis 5 irgendwie. Ist die Minecraft-Range und es kommt halt immer darauf an, von wo ihr es zählt. Aber eure normale Minecraft-Range könnt ihr halt wie gesagt nicht erhöhen. Aber wenn ihr sagen wollt, was die Minecraft-Range ist, dann kommt es halt darauf an, von was ihr zählt. Wenn ihr von beiden Hitbox-Enden zählt, dann ist die Minecraft-Range 3. Wenn ihr von Mitte der Hitbox zählt, dann ist die Minecraft-Range halt 3,5. Also normal ist es in Minecraft so gecodet, dass die Range 3,5 ist. Das wird aber von der Mitte der Hitbox gezählt. Und wenn ihr einen besseren Ping habt, kann es sein, dass euer Hit zwar besser connected, also schneller connected als der andere, aber die Range von 3,5, wenn man halt Mitte zählt, sonst eigentlich 3. Also sagen wir einfach mal 3er Range, weil das ist, wenn man halt von beiden Hitbox-Enden zählt, wird dadurch nicht erhöht. Also ihr werdet auch keinen Hit über 3 bekommen, auch wenn ihr einen besseren Ping habt. Der Hit connected halt einfach nur schneller, aber eure Minecraft-Range wird dadurch nicht erhöht durch einen besseren Ping, sondern der Hit connected einfach nur schneller. Ich glaube, so viel zu dem Thema. Die meisten Leute sollten das jetzt eigentlich auch verstanden haben. Also durch Ping oder sowas wird eure Range nicht erhöht, sondern euer Hit connected halt schneller. Aber eure Range bleibt halt trotzdem bei 3 und kann dadurch nicht erhöht werden. Sondern bei den Gegnern connected der Hit vielleicht später und deswegen connected euer Hit früher. Aber erhöht wird eure Minecraft-Range dadurch nicht. Ich springe jetzt mal kurz runter, weil der kommt, glaube ich, zu mir irgendwo. Oder auch nicht. Aber da war wirklich eine Menge Diskussionsbedarf in den Kommentaren, was tatsächlich die Minecraft-Range ist, ob die 3,5 ist, ob die 3 ist. Das Ding ist in Minecraft drin im Source-Code gecodet, ist sie 3,5.
Also im Source Code ist sie 3,5, dort wird aber von Mitte der beiden Hitboxen gezählt und halt nicht vom Ende der beiden Hitboxen. Und es kommt halt, wie gesagt, bei der Range drauf an, von wo man zählt. Ah, shit. Ich weiß nicht, ob der abused, aber kommt mir irgendwie so ein bisschen so vor. Ja, und was noch so ein Thema ist, was vielleicht jetzt einige Leute noch interessiert, und zwar habe ich vorher jetzt in den Ferien so ein bisschen zu streamen. Und da könnt ihr mal reinschreiben, wann hättet ihr denn wirklich Bock auf so Streams, also eher so Mittagsstream, so 10 bis 12 oder 10 bis 13 Uhr. Oder halt eher so abends streamen. Und da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wann es halt euch am besten passen würde mit dem Streams. Und ja, was man halt in den Streams macht, ob man halt only Minecraft macht oder auch ein bisschen GTA oder sowas mal bringt. Oder Rainbow Six Siege, worauf ihr halt Bock hättet, aber... Das ist halt jetzt euch überlassen, welche Zeiten euch am besten sind. Das könnt ihr am besten mal in die Kommentare schreiben, ob ich halt lieber mittags, abends, morgens oder whatever streamen soll. Und das könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, wann euch das da am besten passt. Und damit sollten wir die Runde auch gewonnen haben, wenn ich mich nicht so inkompetent anfälle. GG an dich. Und wir sehen uns gleich auch wieder in der nächsten Runde. Weil ich weiß halt echt nicht, wann es euch am besten passen wird, ob es jetzt von 10 bis 12 Uhr ist. MS Lul, okay, ich glaube, ich bin Anik, ist ja nicht schlimm, aber ich finde dieses Nick-System halt ein bisschen schade, weil wenn man für Aufnahmen halt einfach so ein bisschen ungestört zocken will, dann ist dieses Nick-System leider noch relativ verpackt. Das ist ein bisschen nervig, aber ja, wird vielleicht auch in Zukunft proben, weil manchmal wird man einfach als man selber genickt und dann ist der Nickname halt einfach Famous. Und ist halt ein bisschen schade, wenn man so für Aufnahmen ruhig zocken will und dann dieses Nick-System immer so ein bisschen buggy ist. Aber egal, wir versuchen trotzdem jetzt die Runde hier zu gewinnen und wie gesagt, das mit dem Stream in die Kommentare schreiben und das mit der Minecraft Range, es gibt keine erhöhte Minecraft Range, sondern die Minecraft Range wird halt immer 3 sein, also von der Ende der Hitbox bis zu dem gegnerischen Ende der Hitbox und das wird halt auch in Levy Mod gezielt, also unten rechts seht ihr, unten links, Entschuldigung, seht ihr ja die Minecraft Range, da seht ihr jetzt hier zum Beispiel Range 0,04 und diese Range bei Levy Mod wird vom Ende der Hitbox gezählt, das heißt dort ist die größtmögliche Minecraft Range tatsächlich genau 3. Und es kann zwar ein verspäteter Hit entstehen, also dass ihr so einen verspäteten Double-Hit bekommt, jedoch wird dieser dann serverabhängig ausgeführt. Also das bedeutet, dass ihr selber bei Levymod trotzdem eure Range da unten maximal auf 3 sein wird. Sollte eure Range da unten, also bei Levymod, weil dort wird angezeigt vom Anfang deiner Hitbox bis zum Ende der gegnerischen Hitbox, sollte diese Range 3,01 sein, dann ist es unlegit. Schon bei 3,01, weil sie kann wirklich maximal 3 sein. Sollte hier 3,01 stehen bei irgendeiner Person, dann ist das tatsächlich unlegit und es geht nicht. Sollte es nur 0,001 Blöcke sein. Weil die Minecraft-Range ist wirklich maximal 3 von Hitbox der einen bis zu Hitbox der anderen. Und 3,01 ist tatsächlich dann halt schon unlegit. Weil verspätete Hits werden richtig bei Lehmod angezeigt und die sind dann halt eher nur auf dem Server ausgeführt, diese verspäteten Hits. Aber in deiner eigenen Minecraft-Instanz wirst du trotzdem halt maximal diese 3 Blöcke Range bekommen. Und so ein verspäteter Hit, das wird dann halt nur beim Server ausgeführt. Aber deine Magic nervt gerade irgendwie so ein bisschen. Kannst du einfach mal... Kannst du dich einfach mal gehen so? Ah, oh, dude. Das Problem ist, ich komme immer noch mit diesem Neuroswash-Shop-System nicht wirklich klar. Hier sind Rush-Items. Ich komme damit echt in Null klar und ihr habt zwar gesagt, dieses alte Shop-System von Gummer kann man natürlich auch machen, klar, aber wenn man sich mit diesem Nero-Shop-System ein bisschen auskennt, dann kann man damit halt einfach schneller einkaufen und dann will ich mir lieber das angewöhnen, also mit dem Nero-Space-Shop-System so ein bisschen klar zu kommen, dass ich damit halt auch schneller einkaufe, weil das hat dann natürlich schon so einen extremen Vorteil, wenn man auch mit diesem Nero-Space-Shop-System auf Nerox arbeitet, weil es halt, wie gesagt, wesentlich schneller ist. Und wir bauen sein Bett ab, habe ich jetzt nicht bekommen. Und was vielleicht auch mal gleich ganz interessant ist, zack, runter mit Tier. Runter mit dir, dankeschön. Oh, das war echt eine schwierige Geburt gegen dich. Trotzdem, ja? Jetzt bin ich gerade voll aus dem Thema raus, weil da gerade jemand ins Zimmer kam. Was ich euch aber auch nochmal zeigen könnte, ist, wenn du mich kurz in Ruhe lässt, dass man eine größere Bettbau-Range hat. Also wenn ich jetzt hier den Block setze und... Okay, ich glaube, das war nur auf Gommes. Auf Gommes ist es jedenfalls so, dass man eine größere Bett-Upper-Range hat. Da hat man irgendwie eine Einblock größere Bett-Upper-Range, als halt so einen normalen Block abzubauen. Wir killen aber jetzt nochmal kurz hier den pinken und noch der eine blaue. Zack, runter mit dir. Lebt immer noch, jetzt hat der blaue den Kill. Oder doch nicht. Zack, runter mit dir. Und wir bauen jetzt mal sein Bett hier schnell ab. Wo auch immer sein Bett hier erstmal ist. So, okay, er ist hinten, ich spring mal kurz runter. Wie gesagt, ich muss aber mit diesem Neurospace-Shop-System noch ein bisschen klarkommen.
will, haben ja viele reingeschrieben, ändere doch einfach das Shop-System in das alte, in das kommen wir um, mit Slash Shop, aber ich will mich mit diesem Nervo-Slash-Shop-System so ein bisschen klarkommen, weil damit kann man halt echt wesentlich schneller einkaufen als mit diesem Gomme-Shop-System. Und wenn man hier auf Neox ist, dann will ich mich halt eher so ein bisschen daran gewöhnen, damit ich da halt im Shoppen auch auf Neox ein bisschen schneller bleibe. Und damit war es mit der Runde. GG an dich, ein sehr unspektakuläres Ende. Aber ich will euch noch einmal einen neuen Modi zeigen, und zwar ist das CW-Training. Das gibt es hier halt ebenfalls auf Neox Space. Da gibt es verschiedene Szenarios. Also jetzt zum Beispiel ist das Szenario hier halt, dass wir Rusher sind. Spawn dann unten wieder mit Equip. Das Equip wurde auch genervt. Was ich euch hier für einen Tipp geben kann, baut einfach oben bis zur Base ran, damit macht ihr Druck, weil ihr könnt hier unten in eine Leiter ranjumpen. Und normalerweise solltet ihr halt hier nicht runterlaufen zur Base, weil das ergibt keinen Sinn, sie sollen euch halt von oben stoppen, etc. Aber ich wollte euch hier einmal kurz nur die Leiter zeigen, also da sollte man am besten nicht runterlaufen, sondern oben stehen. Das war jetzt nur einmal kurz, um die Leiter zu zeigen. Und was ihr halt hier machen solltet, ist hier vorne, da seht ihr, das ist eine Leiter, die solltet ihr halt am besten zubauen, weil an diese Leiter können sie halt einfach ranjumpen, dann können sie oben OP-Way bauen und ist es halt quasi so ein oben, so ein bisschen, ihr spawnt dann immer mit ein bisschen schlechteren Equip wieder und das Szenario hier ist jetzt halt zum Beispiel TNT, also dass ihr Mobile habt und das sind halt alles so kleine CW-Szenarios. Das Problem bei der ganzen Sache ist, es gibt immer noch MLG-Höhen und die MLG-Höhen ändern sich gerade noch, weil die ganzen Developer gerade versuchen, dass es diese MLG-Höhen nicht mehr gibt. Also MLG-Höhen heißt zum Beispiel, wenn ich in das Web hier reinspringe, dann schaffe ich es. Wäre ich reingelaufen, wäre ich einfach durchgefallen und gestorben. Sogar in dieses Safe World. Und das ist das ganze Problem, weil es gibt gerade halt einfach noch MLG-Höhen. Das heißt, ihr müsst von einer Höhe halt laufen und von der anderen Höhe müsst ihr dann halt springen. Und mein Mate ist schon geliebt, das ist doch direkt wunderbar. Dann sind wir auch direkt wieder alleine. Diese ganzen MLG-Höhen gibt es halt, dass man von einer Höhe laufen muss und von der anderen Höhe muss man halt jumpen, um das MLG überhaupt zu packen, weil sonst... Ich weiß nicht, ob er zum Beispiel, er hier hat gerade sein Web gesetzt, aber er ist halt gelaufen, man hätte auf dieser Höhe springen müssen, oder das geht halt vielleicht gar nicht, kann ja beides sein. Und deswegen ist er halt einfach durchgebackt durch dieses Web und ist halt falsch angestorben. Das ist halt noch so ein bisschen buggy, das wird aber versucht zu beheben. Auf Revi zum Beispiel gibt es ja einfach keine MLG-Höhen und das versucht Neox gerade auch so ein bisschen das zu machen. Da sie aber halt gerade noch versuchen, die ganze MLG-Höhen zu entfernen, ändern sich einfach stetig die MLG-Höhen. Und das ist halt gerade bei CWWW-Training noch so ein bisschen nervig. Ein bisschen. Und was vielleicht, warum auch immer ich jetzt gerade einfach Schaden bekommen habe, vom Anti-Cheat oder so, I don't know. Und was es auch noch gibt, ist etwas Neues, was es jetzt noch nicht so vielen Servern gibt, und zwar diese EP. Ich kann die EP jetzt einfach hochwerfen und ihr seht, ich bin einfach in der EP drin. In der Zeit kann ich, by the way, Leute schlagen. Sie können mich aber halt ebenso schlagen und haben schon einen relativ guten Vorteil, wenn ich genau vor denen bin. Und er ist bei mir einfach durch die Lacke gelaufen. Und ihr seht jetzt, es gibt leider noch einen Bug. Ihr habt gerade gesehen, er hat mich ungefähr 5-mal in einer Sekunde gehittet. Und zwar gibt es leider noch den No-Hit-Delay-Bug. Das bedeutet, man hat einfach No-Hit-Delay, kann einen 4-mal in der Sekunde schlagen und kann einen damit quasi instant töten. Diesen Bug gibt es leider auch noch, diesen No-Hit-Delay-Bug. Was hier viele falsch machen, dass sie wirklich direkt werfen. Aber hier müsst ihr euch ein bisschen rüberbauen. Und ihr seht, ich kann einfach aussteigen aus dieser EP und lande dann hier vorne. Diesen Schwert und er hat No-Hit-Delay, Mann. Mate! Ja, es gibt halt leider noch die ein oder anderen Bugs, weil es gibt, wie gesagt, dieses nur Hit-Delay, dass man Leute schlägt und die halt haben einfach kein Hit-Delay und können dich halt quasi instant töten. Ja, wie gesagt, der neue Modi ist einfach noch ein bisschen buggy, aber lasst dem wirklich Zeit, er ist halt neu draußen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein und tschüss.